Herzlich willkommen hier zurück zu Dragon Ball Xenoverse. Ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht. Es steht wahrscheinlich für Universe. Nur in Xenoverse. Ja, also Xenoverse. Ja, heute mit einer etwas kürzeren Aufnahme, weil ich nicht so viel Zeit habe. Aber, was wollen wir heute machen? Nun, wir haben in der letzten Folge versucht, gewisse Parallelquests mit Zusatzzielen zu machen. Ich habe mittlerweile auch rausgesucht, was man alles für Zusatzziele machen kann bei gewissen Quests. Sind aber auch teilweise nicht so einfach, wie wir festgestellt haben. Allerdings hat man auch Probleme in, in gewissen anderen Sachen. Nämlich mit den Abschließen der Quest teilweise, von den Hauptstory-Quests vor allen Dingen. Den Parallel-Quest hat uns Schwierigkeiten gemacht, glaube ich. Nämlich die hier mit, ich glaube die hier. Genau, die hat uns ziemliche Kopfschmerzen bereitet. Kleinen Moment, ich muss mal ganz kurz eine Aufnahmepause machen. Und ganz kurz, ich schneide das sofort wieder zusammen. So. Und da sind wir auch schon wieder. Ich möchte jetzt auf jeden Fall, ich habe mal geguckt, was für Angriffe ich holen kann oder was mir für Angriffe gefallen. Es gibt abartig viele Angriffe in dem Spiel. Ich möchte mir eine holen, die ich auch schon holen könnte. Die kann ich leider nicht kaufen. Die kann man wohl später irgendwann alle kaufen. Man kann wahrscheinlich später alle Fähigkeiten... Nein, ich wollte nicht rein. Ach verdammt, jetzt bin ich aus Versehen in die... Okay. Direkt mal wieder raus. Es gibt eine Mission, da gibt es eine Fähigkeit, die ich doch tatsächlich sehr gerne hätte. Und es gibt tatsächlich auch Charge-Attacken. Da habe ich, glaube ich, sogar welche von. Da muss ich jetzt gleich mal... Das gucke ich jetzt gleich mal als erstes nach. Es gibt Fähigkeiten, die das Ki aufladen. Ich glaube, ich habe sogar welche davon. Ich muss mal gucken. Weil das wäre natürlich nicht schlecht, wenn wir unser Ki aufladen könnten. Werdet zum Super Saiyajin. Ki-Explosionen sind stärker als bei einem... das Problem ist, wir nutzen keine Ki-Explosionen. Haben wir schon irgendwas, was unser Charge auflädt? Ich glaube leider nein. Ich muss mal gucken. Finale Pose. Geh in die Pose und greife mit einer Druckwelle an. Der normale Angriff wird vorübergehend stärker. Nein. Friere deinen Gegner mit Telekinese ein und renne schnell weg. Nein. Macht einen großen Sprung nach vorne um zu... Nein. Steuerfeuerterror ist auch nicht. Ist es vielleicht hier irgendwo was? Wäre es ein normaler Angriff? Ich weiß es nicht. Müssen wir mal schauen. Denn das sind tatsächlich Sachen, die ich nicht weiß. Stärker als normale. Verbessert dadurch vorübergehend einen normalen Angriff. Damit sich den Lerntempo der Ausdauer vorübergehend erhöht. Nein. Ladetempo der Ausdauer. Das erhöht sich dann einfach nur, ja. Vorübergehend stärker werden. Nee, super Abwehr. Nee, das ist alles hier nicht mit drin. Ha. Habe ich dann doch noch keine. Kann ich vielleicht sowas kaufen? Mal gucken. Da bin ich aber hier falsch. Da muss ich mal eben darüber. Ich habe übrigens den Plan, das Spiel zu 100% durchzuspielen. Wir sind schon auf gutem Weg. Man kann ja auch mal, kann ich mal eben kurz zeigen hier, ne? Daten anzeigen. Hier, da sieht man irgendwo hier. Wir haben 20% momentan abgeschlossen. Das ist noch nicht mal, ich glaube, 15 Folgen derzeit. Läuft eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Weil, wo wir halt noch nicht so gut sind, sind Rezeptmischungseinsätze eingesammelt. Also Rezepte einfach eingesammelt. Und Ausrüstungssammlungen ist auch noch relativ klein. Parallelquests sind wir schon gut dabei, Zeitpatrouillen, wir haben schon von der Hauptstory 45% abgeschlossen, das ist echt wenig, das hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt, als ich das Spiel angefangen habe. Gefundene Dragon Balls 7. Was? Ich habe 7 Dragon Balls? Oder zählen die 7, die wir dann in einen Quest gemacht haben? Boah, da muss ich mal nachgucken. Tasche, deine Objektliste. Kapseln sind Objekte, wichtige Objekte, den 6 Sterne Dragon Ball haben wir nur. Wir haben einen Dragon Ball, nicht alle 7. Zählt dann der eine, den wir da in der Quest hatten? Oder wie? Das finde ich jetzt interessant. Hier Krillin. Der war schon fast voll. Aber auch nur ein Ding noch auf S. Das müssen wir noch auf Z bringen. Sobald er uns dann halt die letzte Quest gibt. Aber jetzt kaufen wir erstmal ein bisschen was. So, gucken wir mal eben. Zubehör laden. Objekt laden. Fähigkeiten laden müsste das doch sein. Es gab doch so ein Fähigkeiten laden, oder? Später kann man einfach alles kaufen. Also wenn wir halt genug Quests machen, kann man einfach alle Sachen kaufen.
Kostümladen. Hier kann man zum Beispiel Ausrüstung danach kaufen. Es gibt wahrscheinlich auch Ausrüstungen und auch wahrscheinlich irgendwelche Seelen, die man halt nicht kriegen kann. Wäre ja doof, wenn man wirklich alles so kriegen könnte. So Kaioken. Ein Fick hätte dir ja alles abverlangt. Wenn du die Kaioken benutzt, sinkt deine Ausdauer. Folgeenergiestrahl, Sonnenfaust, Ermahnung. Schlag die Wangen, um wieder Energie zu bekommen. Füllt deine Ausdauer wieder auf. Geistboost. Hebe Ki-Explosion mit purer Energie auf. Funktioniert in einem größeren Bereich. Heb. Achso, damit breche ich einfach Dinge ab, ja. Energieladung. Halte die Taste gedrückt, um Ki aufzuladen. Oh. Komm, die kaufen wir. Genau das habe ich doch gebraucht. Sowas brauchen wir doch. Super Rücksprung. Jetzt können wir nämlich etwas. Jetzt können wir mal Ki aufladen. Dann machen wir mal eben. Anpassen. Fähigkeiten ändern. So, dann nehmen wir mal. Ist halt die Frage, welche Fähigkeit nehmen wir denn raus? Böser Strahlangriff haben wir eh, glaube ich, noch nicht so wirklich benutzt. Halte die Taste gedrückt, um Ki aufzuladen, ja. Ja, das ist eigentlich eine gute. Ja, mit A, RT, das finde ich eigentlich ganz gut, dass das damit geht. Ja, können wir mal damit machen. So, jetzt. Upp, was war das denn? Ah, ja, da hat kurz die Festplatte gestreikt. Uiuiui. Jetzt geht's aber wieder. Welcome. Also, kaufen. Und mal gucken, ob wir noch andere Fähigkeiten haben. Ich habe gar nicht geguckt, was da sonst noch war. Ne, da ist sonst nichts Interessantes, ehrlich gesagt. Wow. Ist nicht so viel. Wupp. Gut, dann gucken wir mal weiter. Sorry für den kurzen Ruckler. Da hat die Festplatte kurz gesagt, nö. Hab was anderes zu tun. Ich hoffe, die Aufnahme ist dadurch jetzt nicht korrupt, aber ich glaube nicht. Stream läuft ja auch noch. Von dem her können wir einfach weitermachen. So, dann gehen wir mal darüber. Ich hätte gerne nämlich eine Attacke durch den blauen Hurricane. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon kriegen kann. Ich glaube aber schon, weil wir hatten den Gegner, der den einsetzt, ja schon gemacht. Also ich meine, ich hätte den blauen Hurricane schon gesehen. Und ist eigentlich für das, was ich spielen möchte, eigentlich ziemlich mächtig, glaube ich. Ach Mann, ich wollte mir die Belohnung angucken. Verdammt, wieder raus. Ich muss, glaube ich, gegen Bata kämpfen. Ich bin mir nicht sicher, ob der Bata hieß. Weil der hat den eingesetzt. Also müssen wir mal gucken, welcher Parallelquest der drin ist. Und dann gucken wir mal, ob der den da irgendwo hergibt. Wo haben wir hier Bata? Bata, Bata, Bata. Nein, nein. Oder, nee. Nein, nein. Da ist er dabei. Gibt's das hier? Könnte lustig werden. Todessieb, Rikum, Schredderblitz, Crusher Ball. Nee, scheint nicht dabei zu sein. Hier auch nicht? Nee. Kettendestructo Disc Salve. Nee. Urknallattacke, Crusher Vulkan. Das sind schon wieder andere Fähigkeiten. Tja, wie kriege ich die Fähigkeit, die ich gerne hätte? Das ist jetzt die gute Frage. Vielleicht bin ich auch blind. Gucken wir nochmal. Energieschuss, Sonnenfaust, Nachbild. Nein, danke. Kehrtwende, böser Anstieg, Angriff. Unerbittliche Salve. Ah, Riesensturm. Urlaubsauslöschung, Explosionswelle, Brecherangriff, Armcrash. Dreifaches Kaioken, Verteidigungswahl, Kaioken. Die Kaioken haben wir schon. Letztes Mal sind sie nicht ausgegraut. Ah, ne, die haben wir nicht. So, Gugus Motoroshiji. Die haben Schuss Motoroshiji. Ich vergebe dir nie. Unterschätze die Erde nicht. Wer fängt an? Willkommen zu deinem Ende. Ich mache Allstaub aus deinem Planeten. Ja. Oder haben wir die Quest schon? Und heißt einfach in Deutsch anders? Ich habe mal geguckt. Ich habe leider nur ein englisches Ding gefunden. Verhältst du die Attacken tatsächlich auch einfach anders? Masenko? Ne, Masenko ist das von Gohan. Wirbelnde Klinge. Das könnte ja echt die wirbelnde Klinge sein. Oh, das gucken wir uns mal eben an. Fähigkeiten, 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 Fähigkeiten. Anpassen, Fähigkeiten. Wirbelnde Klinge. Da würde ich den Vorschlaghammer rausnehmen. Wirbelnde Klinge. Meteorschlag, Vorschlag. Ich habe die wirbelnde Klinge gar nicht. Okay, ich kauf's einfach mal. Wenn es die nicht ist, auch egal.
Ach, die kann ich ja gar nicht kaufen. Oder warte mal, konnte ich die doch kaufen? Nee. Ich habe ja auch nach Hurricane geguckt. Ich gucke erstmal, ob ich die kaufen kann. Weil, wenn kaufen ist einfacher als jetzt farmen, weil ich habe auch gelesen, dass alle Items glücksabhängig sind. Mit Ausnahme von zwei, die wichtig sind für Trainer. Super. Super. Ich liebe ja RNG. Also, ich liebe es nicht. Absolut gar nicht, nein. Ich liebe es halt so überhaupt nicht. Ich hasse random Ereignisse. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Hallo, nee, Mischladen ist falsch. Objektladen ist auch falsch. Zubehörladen, ah, dahinter war der Fähigkeitenladen, ne? Ja, da ist er. Nein, doch da. Da ist er. Bah, die winkt. Hallo, Gabriella. Anderer Spieler. So. Okay, lass mal gucken, hast du vielleicht... Unerbittliche Salve, Kehrtwende? Nein. Okay, ich gehe davon aus, dass dann dir eine Fähigkeit ist, weil das kommt einem Blue Hurricane auf Englisch halt am nähersten. Und ich habe die Fähigkeit ja gesehen, also ich habe mir ja die Angriffe angeguckt, wie die aussehen. Ich kann natürlich sagen, spiel doch blind. Ja, ich level meinen Charakter halt so, wie ich denke, dass ich ihn level. Also ich möchte ihn halt auf Nahkampfcharakter leveln. Ob das jetzt richtig ist, weiß ich nicht. Aber ich habe mir halt ein paar Attacken angeguckt, die gut sind für Nahkämpfe und das ist alles. So, mehr habe ich gar nicht gemacht. Und ein bisschen Info halt, dass ich nicht jetzt super viel Zeit verschwende in dem Let's Play, weil ich will nicht das Let's Play 500 Folgen lang machen. So, nee, hier bin ich auch falsch. Ich will ja nicht online spielen. Das ist übrigens auch noch etwas, die meisten Sachen kann man nur im Singleplayer rauskriegen, nicht im Multiplayer. Also gewisse Sachen, nicht alle. So, dann gehen wir mal eben... Wo müssen wir denn hin? Ich muss jetzt... Oh, Guldo, hallo. Du hast auch noch ein blaues Ausrufezeichen. Alles klar. Das checken wir mal... Ne, das checken wir jetzt nicht ab. Das machen wir nachher. Das machen wir gleich als erstes. Sobald ich das mit der Attacke rausgefunden habe. Also erstmal die Attacke machen und dann gucken wir uns Guldo an. Okay, einverstanden? Super. Könnte auch ein Lehrer sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was alles hier Lehrer sind. Seht ihr? Ich spiele es halb blind. Ich weiß es nicht echt. Ich weiß wirklich nicht, wer hier alles Lehrer ist. Keine Ahnung. Objektladen. Mischladen. Ach, ich wollte doch zu den Parallel... Ich bin ja auch dumm, ne? Ich will doch zu den Parallelquest offline gehen. Heieiei. Und dann die wirbelnde Klinge. Die wollte ich mir angucken. Wenn es Bata ist, müsste ich wahrscheinlich Bata als erstes killen, um die Attacke zu kriegen. Ich nehme es jedenfalls mal an. Plus einen Finisher machen, einfach um sicher zu gehen, dass ich die Attacke auch von ihm lerne. Probieren wir es mal. Würde ich sagen. Ich hoffe, das funktioniert. Bam, bam. Bam, bam. Bam, 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 bam. So, Parallelquest. Greetings. So, ich glaube, das war sogar bei einer, wo Bata da drin ist. Nicht hier. Hier? Machschlag. Also hier schon mal nicht. Meteorangriff. War da nicht bei? Es war doch diese wirbelnde Klinge irgendwo. Die habe ich doch vorhin noch gesehen. Hier. Machkick. Wo habe ich denn gerade eben eine wirbelnde Klinge gelesen? Zeitkontrolle. Urknall, Crasher, Vulkan, Machkick. Ich habe das doch vorhin gesehen. Wirbelnde Klinge. Meteorangriff. Psychomove. Super Saiyajin. Todesmeteor. Bin ich jetzt total bescheuert? Explosionswelle, Urlaubs, Armcrash. Meteorschlag. Geistesexplosion. Wirbelnde Klinge. Aber die ist grau, die habe ich schon gelernt. Schlag Freezers Armee. Da kommen ja nachher Bata dazu, wenn ich mich nicht irre, wenn es innerhalb von 10 Minuten schafft. Also ich habe es ja schon gelernt, die Wirbelnde Klinge. Die ist ja ausgegraut. Bin ich jetzt total bescheuert? Tasche. Fähigkeitenliste. Wirbelnde Klinge. Gucken wir jetzt mal. Meteor. Kamehameha. Structure Disc. Habe
ich die verkauft? Nein. Superabwehr, Energieladung. Panik. Die ist doch ausgegraut. Wirbel eine Klinge. Da. Dreh dich um den Gegner hinter ihn und greife mit Keyklingen an. Dreh dich um den Gegner hinter ihn und greife ihn mit Klingen an. Ich hab die Fähigkeit. Also, hä, wieso kann ich die nicht auswählen? Oder ist das eine ist das ein Supermove? Mal gucken. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Fähigkeiten ändern. Oh Gott, dann habe ich aber sehr viel Zeit. Ich habe Wirbel eine Klinge ausgerüstet, ich Depp. Ist aber eine Ausweichfähigkeit tatsächlich. Dann ist es wahrscheinlich nicht die Attacke, die ich wollte. Vielleicht kann ich ihn auch gar nicht kriegen. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Hier haben auch noch jede Menge Ziele, die wir noch nicht erreicht haben. Ja, besiege den Zeitsoldaten auf Z, das haben wir noch nicht geschafft, aber wir haben immer die Zusatzziele geschafft. Hier besiege Son Goku. Und dann? Das habe ich aber irgendwo, warte, das habe ich mir aufgeschrieben, glaube ich, hier. Die neuen, das schauen wir mal eben. Einfach, damit ich nicht raten muss, was die Zusatzziele sind. Oder machen wir es einfach mal? Ich mache einfach mal. Wir gucken einfach mal. Saiyajin stolz, besiege Son Goku. Wahrscheinlich in einer gewissen Zeit. Ich nehme es einfach mal an. Ich habe jetzt keinen Bock nachzugucken. Ich will mich von den Spoilern die ganze Zeit hier. Ich habe alles andere bis jetzt auch selber rausgefunden. Wir spielen mit unserem Haupt-Cha. Und dann machen wir Start. So, jetzt können wir wenigstens Key aufladen. Das ist doch schon mal was. Besiege Son Goku, Saiyajin Stolz. Ja. Bin ich ja mal gespannt. This is a dangerous opponent. I'll show that I can still fight. So, wo bist du, Krillin? Unleash your power. Let's go. Okay. Du stupst ja. Ah, vielleicht darf ich Krillin nicht töten. Vielleicht muss ich Son Gohan zuerst töten, damit der dann zum Super Saiyajin wird. Kann ja sein. Also machen wir doch mal zuerst Gohan kaputt. Ich weiß nämlich gar nicht, wann Son Goku hier auftaucht. Okay, Krillin ist schon tot, damit hat das schon mal verkackt. Aber eine Ausrüstung erhalten, immerhin. Jetzt kommt Son Goku. Und eine Fähigkeit. Hallo? Ah, guck mal, da krieg ich sogar Energie. Ist das nicht geil? So, direkt mal ausprobiert. Hab ich habe jetzt auch noch gar nicht so viel Energie verbraucht. So. Alter, mache ich den fertig? Ich mache den ja richtig lang hier. Oh fuck, voll daneben. Mal aufladen hier. Ah, die Drecksau. Nicht töten, den. Okay, Finisher, sehr gut. Und nochmal Ausrüstung bekommen. Immerhin. Aber nur ein A-Rang, kein Level-Up. Was haben wir dann gekriegt? Son Gokus roten Moshiji und ich verliere nie Seele. Und ein Masenko-Angriff von Gohan. Ich nehme aber tatsächlich an, wir mussten zuerst Gohan töten. Also ich weiß nicht, was das Ziel sein soll. In der Quest. Ah, wir haben ein paar Items bekommen, immerhin. So. Und wir haben den Rang, glaube ich, sogar verbessert. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Haben wir den Rang verbessert? Ich glaub's, ne? Aber ich habe immer noch keine Bonusziele erreicht.
Ha. Besiege Son Goku, ja. Und danach müsste noch irgendwas passieren. Das heißt, ich muss irgendeine Bedingung vorher erfüllen. Darf ich weniger lang brauchen? Gute Frage, ne? Das sind wirklich gute Fragen. Die ich so nicht beantworten kann, ehrlich gesagt. Wir probieren es aber nochmal. Ich nehme an, wir müssen einfach die Reihenfolge ändern von den Gegnern, die wir töten. Ich weiß es aber nicht. Ich nehme es jetzt einfach mal sehr stark an. Da ich sonst nicht wüsste, was wir sonst anders machen könnten. Ich überlege gerade nochmal kurz. Gucken wir mal, ob wir da ein Portal sind jetzt, bevor wir anfangen. Nein, Vegeta ist besiegt. Das ein Hinweis sein. Muss Vegeta vielleicht lau sein? Ich glaube ehrlich gesagt nein. Ich weiß es aber auch ehrlich gesagt nicht, deswegen starten wir jetzt einfach mal. There are more Saiyans? I mean besides Goku and the others? This is a dangerous opponent. Ah, was natürlich sein kann, das hatten wir ja auch schon mal, dass irgendjemand... Doch, die HP von Vegeta könnte wichtig sein. Ich habe jetzt nicht gefragt, was HP von Vegeta sein kann. Dann muss ich einfach schnell sein. Okay, ich kann ja jetzt auch heilen, ne? Fällt mir ja gerade ein. Ich habe mir die Kapsel gekauft in der letzten Folge noch, vor der Aufnahmepause. Womit man auch meine Verbündeten heilen kann. Vielleicht hilft das hier. Müssen wir mal gucken. Als Maulkrillin. Ja. Oder eben, wir müssen tatsächlich die Reihenfolge. Ich habe jetzt die Reihenfolge mal geändert. Wir machen zuerst Krillin. Zuerst von. Und wenn wir mit einer Ausrüstungsartung behalten. So, jetzt kommt Goku. Hallo, Goku. Aua, aua, aua. Ah, Vegeta, bleib mal weg. Erstmal gucken, wie viel HP du vorhin hattest. Hattest du unter 50 oder über 50? Oder vielleicht musst du auch 75 haben? Ich habe keine Ahnung. Bleib einfach mal auf 100%. Aber das hätte ja nicht sein, dass du vorhin so viel Leben verloren hast, oder? Na. Lad mich mal ganz schnell auf. Okay, wir auf Son Gohan. Goku meine ich. Wow, Gott hat natürlich auf Vegeta geschossen. Finisher noch. Oh, wir haben was Neues freigeschaltet. Auf jeden Fall war es irgendwie gut, was wir jetzt gemacht haben. Entweder war es die Reihenfolge oder es war Vegeta. Oh, jetzt macht er den Kaioken. Alles klar. I so happen to be the strongest of all the Saiyans. Oh mein Gott. Race of elite warriors. You're nothing. Aua. Alter, der mit Kaioken haut der echt gut rein. Aua. Nein! Oh! Alter, das gibt's doch gar nicht. Wie viel Ausdauer hat er denn bitte mit der Kaioken? Gut, Vegeta hat alles geblockt, das ist sehr gut. Alter, was geht? Okay, der Kaioken Son Goku ist wesentlich stärker. Aber nicht stark genug für uns. Na? Verdammt, Vegeta, nicht sterben! Alter, Vegeta ist schon eine halbe. What? Oh. Okay, here I come! Ah. Not going to get away with this. Gut, jetzt haben wir noch Krillin zur Hilfe bekommen, das ist sehr gut. Aber ich sollte mich vielleicht noch heilen. Ah, ich kann mich gar nicht heilen, weil ich habe nur noch Sensebohnen. Fuck! Okay, ich muss Sensebohnen nehmen. Nein. Oder auch nicht. Mann, soll ich Sensebohne nehmen? Ja, ich nehme Sensebohne. Sonst bin ich tot.
Ich kann die gar nicht nehmen. Ach, verdammt. Ich habe vergessen, die Dinger auszurüsten, die ich letztes Mal gekauft habe. Nein! Nein! Oh, halt mich! Oh, ich nehme das Sensubin. Ich nehme das Sensubin. Ich hätte Sensubin nehmen sollen! Ich tipp! Ich hätte die jetzt nehmen können. Der hätte mich vom Karo gerettet. Nur ein C-Rang, ey. Aber Level up. Wird nochmal einfach jetzt beim nächsten Mal. Aber jetzt haben wir das. Ich glaube, das ist das Ziel. Jetzt kann ich aber auch gucken, welches das Ziel war. Entweder die Reihenfolge von den Kills oder was war jetzt da. Ich habe auch eine Mütze bekommen, ein neues Item. Yay. Okay, erstmal als erstes, das erste, was wir jetzt machen, anpassen. Attribute boosten. Was boosten wir denn mal? Ich will noch mehr Damage machen. Zack. Ja. Und dann gehen wir mal auf. Und hier, das ist das gewesen, ne? Genau. Gruppenenergie. Kraftkapsel. Machen wir Kraftkapsel. Gruppenenergie. Und. Gruppenenergie. Ich kann ja leider nur 4 anziehen, ne? Ne, da habe ich lieber hier noch eine Kraft. Noch eine Kraftkapsel, glaube ich. Gruppenenergie M müsste erstmal reichen. Für sehr lange Zeit. Um die Typen. Ja, vor allem, ich kann immer nur einmal heilen. Naja, weiß ich alles nicht. Ich weiß nicht. Aber gut. Jetzt können wir mal gucken, was das Ziel war. Was wäre jetzt. Das muss ja hier gewesen sein, oder? Da. Mit Vegeta ist gesund über 50%. Der hat doch 50. Hat der beim ersten Versuch nicht über 50% Leben? Ich meine eigentlich schon. Der doch, das ging doch trotzdem vorhin auch schon schnell. Oder hat Son Goku den super viel weggezogen? Ich weiß es nicht. Ich muss auf jeden Fall ein bisschen konzentrieren gegen den Kaioken. Den hätte ich auch besiegen können, ehrlich gesagt. Aber jetzt machen wir nochmal ein bisschen mehr Schaden. I thought I was done for. What power? I'm not gonna last. Mal gerade ein bisschen aufpumpen, damit Vegeta hier auch auf jeden Fall nicht stirbt. Das Aufladen dauert halt ein bisschen lang, ne? Oh, ich häng fest. Okay, Vegeta hat jetzt schon mehr Leben verloren als vorhin im gesamten Kampf. Muss ein bisschen besser aufpassen. Aua. So. Wie ein Ausrüstungsteil bekommen. Doppelte Teile werde ich halt wahrscheinlich verkaufen, wenn man eine doppelte kriegen kann. So. Jetzt. Ist den hier besiegen? So. Und Goku? Stopp, 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 stopp. Was? Alter, der macht. Ey, nicht Vegeta umhauen, bitte. Also, wenn Vegeta nochmal so einen Schlag abkriegt, ist er tot. Wir müssen aufpassen, dass ich auf jeden Fall im Notfall Vegeta heile. Aua! Poppt mich hinter den und er hat auf mich draufgetreten? Wie geht das denn? Alter, wie oft hat er die Fähigkeit fertig? Nix da kam ja mehr, das kannst du vergessen, Alter. Oh oh. Nein, jetzt macht er gleich. Ich heile ihn mal lieber. Gruppenenergie.
Oh, Vegeta darf nie sterben, ey. Wenn Vegeta stirbt, dann kotze ich. Aua. 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 Fuck. Der stirbt wieder. Vegeta, nicht sterben, bitte. Alter, wie oft kann er das denn einsetzen? Da irgendwann muss... Das muss das Kaioken sein, oder? Dass er hier endlos seine Kiesachen einsetzen kann. Ausdauersachen einsetzen kann. Aua. Alter, das gibt's doch nicht. Kann es sein, dass Vegeta nicht die Kapsel bekommen hat? Ich glaube, ne? Oh, verdammt, ey. Wie schlecht bin ich denn? Das geht besser. Das ging ja besser hin. Wir haben am Anfang schon viel zu lange gebraucht. Erst einmal anpassen. Kampfobjekte wechseln. Die Sensor-Essenz. Die müssen wir gegen andere Gruppen Energie austauschen, dass wir mindestens zweimal heilen können. So. Und probieren wir es direkt nochmal.